Moin Moin liebe Freunde der gepflegten Tonschulunterhaltung. Ich bin mal so ein bisschen über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe zur Abwechslung keinen Retro, keinen Klassiker besorgt und zwar etwas komplett Neues mit brandneuer Technologie und zwar ist das der Nike Epic Rag Flyknit in diesem richtig, richtig geilen Colorway und das Ding gucken wir uns jetzt einmal im Detail an. Der Nike Epic React Flyknit kombiniert eine Mittelsohle aus React-Schaumstoff mit einem Flyknit-Obermaterial. Der Schaumstoff wurde von Nike selbst entwickelt und ist so sonst nirgendwo anders zu finden. Das Ergebnis soll ein leichtes und dennoch reaktionsfreudiges Laufgefühl sein. Im Vergleich zum Lunar-Schaumstoff ermöglicht der Nike React-Schaumstoff 13% mehr Energierückgabe. Der Schuh ist sogar noch einmal leichter und weicher als der Lunar Epic Flyknit 2 und hatte auch hier die höhere Energierückgabe. Epic React kam zum ersten Mal in zwei Basketballschuhen zur Anwendung, da war es jedoch in eine Mittelsohlenkonstruktion eingebettet, wodurch es nicht sein volles Potenzial entwickeln konnte. Dies konnte nur erreicht, wenn neben Nike das React-Material komplett freigelegt hat und darüber hinaus ebenfalls die Außensohle bis aufs Minimum reduziert hat. Die Rillen in der Mittelsohle sollen nicht nur Gewicht reduzieren, sind per Algorithmus für jede Schuhgröße sogar explizit berechnet worden, damit die bestmögliche Dämpfung und Performance zu Trage kommen kann. Man merkt schon, der Epic React Flyknit ist mit Performance im Sinn konzipiert worden, sein Design macht ihn allerdings ebenfalls für den Lifestyle-Bereich sehr attraktiv. Das Flyknit-Material ist in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich dicht gewebt worden. Hier im Mattgrad-Bereich natürlich, um ein bisschen mehr Stabilität zu geben und in dem mittleren Bereich ein bisschen dünner, damit es luftiger und lockerer ist. Insgesamt ist das Flyknit ein bisschen steifer als beim Ultra Boost, was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil es auch mehr Stabilität gibt. Mehr Stabilität gibt auch die Epic React Sohle, die ist nämlich ein ganz Stückchen dicker als beim Ultra Boost. Und insbesondere dieser neonfarbene Streifen hinten drin gibt noch ein bisschen mehr Stabilität beim Landen, wenn man auftritt. Der gelbe Heel Tab hier ist, glaube ich, nur zur Zierde, den sollte man nicht unbedingt benutzen. Die Dinger sind immer ein bisschen kritisch. Und insgesamt gefällt mir das Design von dem Schuh richtig, richtig gut. Der ist richtig schön leicht, noch leichter als ein Ultra Boost und sehr schön luftig, ideal für den Sommer. Wie lang die Außensohle halten wird, kann ich nicht genau sagen, weil man sieht, nur an der Ferse und im Zehenbereich ist Außensohlenmaterial verwendet worden und der Mittelbereich ist komplett blank und zeigt das blanke Epic React Material. Wird sich zeigen, wie lange die Sohle hält. Ich finde das Ding trotzdem richtig stark und ich schmeiß mir den jetzt erst einmal an Fuß. Der Nike Epic React ist natürlich ein Performance-Schuh und anfangs habe ich sogar wirklich mit dem Gedanken gespielt, das Ding zum Laufen zu nehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Colorway ist eigentlich viel zu geil, als dass ich den auf der Straße verfeuern wollen würde.
Und für mich ist das irgendwie das Pixel Phone unter den Laufschuhen. Also wenn der Ultra Boost das iPhone ist, dann ist, ist der Nike Epic React auf jeden Fall das Pixel Phone. Und wer so ein bisschen gegen Adidas dagegenhalten möchte, ist hier mit Sicherheit gut bedient. Für mich das auf jeden Fall so richtig Pop-Art-Design in Verbindung mit Industriedesign. Reduziert, ganz simpel, stehe ich total drauf. Die Farben gefallen mir total gut. Und das Ding ist auch sau bequem. Und deswegen denke ich, dass der auch eher bei mir in der Sommerrotation am Fuß landen wird, als auf der Straße zum Laufen. Guckt euch das Ding an, wenn euch gefällt, zugreifen, wenn nicht, dann nicht. Gibt mir genug Alternativen. Wenn euch mein Kanal gefällt, auf jeden Fall subscriben. Wenn euch dieses Video gefällt, den Daumen hoch und oben ist so eine kleine Benachrichtigungsglocke. Da könnt ihr dann das Ding antickern und kriegt dann immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online gestellt habe. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.